Hi Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute stelle ich euch die neuen Explode-Böller vor. Die habe ich gerade vom Pyroland bekommen. Die Retro-Hirten-Böller sagt man auch. Wir haben hier einmal den China-Böller D und einmal den Super 2 Thundercracker. Und ich werde jetzt mal kurz gucken, was haben wir denn hier drauf stehen. Wir haben hier einmal 80 Stück sind vorhanden, auf alle verteilt 400 Gramm. Und bei den Thundercrackers sind es 464 Gramm auf alle Böller verteilt. Pro Schinken sind 80 drin. Und ich würde jetzt sagen, wir packen die jetzt mal aus und gucken uns die jetzt mal genauer an. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns als erstes den China-Böller D an. So. Okay, also so sieht der aus. In einem richtig geilen Design. Wandung auch sehr gut. Graue Lunte, naja, ein bisschen komisch. Sieht aus wie eine grüne Lunte, nur in Grau. Und hinten die Wandung auch schön dick. Eindrücken kann ich den eigentlich nicht. Aber ich würde einfach sagen, wir testen ihn einfach mal und gucken, wie der Knall so ist. So, dann haben wir den Thundercracker oder auch Super Böller 2. So, der sieht so aus. Vorne ist der zugestopft und hinten mit einer schönen dicken Wandung. Und den hier kann ich aber eindrücken. Also der ist sehr weich in der Mitte, hat auch wieder diese graue Lunte. Aber ich würde einfach mal sagen, wir testen die beiden und gucken mal, was die so können. Wenn wir jetzt mal kurz hier nochmal schauen. Also hier steht, ein einzelner D-Böller hat 5 Gramm ungefähr. Und der Thundercracker 5,8, also 0,2 weniger als wie in Deutschland im Knallkörper erlaubt ist. Ich bin mal gespannt, ob die hier zum Beispiel oder ob der hier zum Beispiel an The King rankommt. Viel Spaß mit dem Test, Leute. So Leute, jetzt testen wir mal die Hirtenböller D, China-Böller D, Explode, Retro und gucken mal, ich will mich mal überzeugen, ob die wirklich so schlecht sind, wie alle sagen. Los geht's, feuer mal einen los. Ja, die sind nicht gut. Nee, warte mal. Nee, also die sind nicht gut. Der ist in der Mitte nur aufgeplatzt. Und den hat es ein bisschen zerteilt, aber naja, der Knall war nicht gut. So, dann hauen wir noch so ein D raus. Naja, die sind, finde ich jetzt nicht so gut. Also ich würde mir die auf keinen Fall kaufen. Naja, die knallen nicht wirklich. Das ist eher so ein Ploppen irgendwie. Naja, testen wir mal die Super 2. Okay, dann machen wir jetzt den Thundercracker. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich reißt der raus. 5,8 NEM. Gramm NEM, mal gucken. Ja, der war ein bisschen besser. Ja, jetzt ist ein anderer. So, dann machen wir jetzt den Thundercracker. Testen wir den mal. Hat 5,8 Gramm NEM.
testen wir jetzt mal. Ja, der war schon ein bisschen besser. Wo ist denn der jetzt hingeflogen? Ach hier, ui, heftig. Den hat's ziemlich gut zerlegt, der brennt auch. Nicht schlecht, machen wir noch einen. So, dann machen wir noch einen. Ja, der war jetzt nicht so gut. Aber hat es auch komplett zerteilt. Schönes Schnipsel auf jeden Fall. Also der Thundercracker ist auf jeden Fall lauter als der D. Der D war mal richtig schlecht. Lag vielleicht auch an meine Lagerung oder an die Lagerung. Der Thundercracker B ist auf jeden Fall, oder der Superbirder 2 ist auf jeden Fall besser. Aber ob sich das für das Geld lohnt, weiß ich nicht. Da würde ich dann eher doch zu Funkeböllern greifen. Also danke fürs Zuschauen und einen guten Rutsch wünsche ich euch schon mal. Haut rein!